redet weiter. Ihr redet weiter. Wo kommt das ganze Blut her? Ach, mein Vater ist so. Oh mein Gott, wo ist mein Blut her? Oh, mein Vater. Konnichiwa, meine verehrten Stampers, ein neues Januar-Simulator-Update ist raus, 29. Juni, ungewöhnlich, eigentlich kommt meistens am 1. irgendwas raus, am 1.5. Aber guckt euch mal dieses schicke Sneakers an, die Yandere jetzt anhat. Oh, sind das fancy Schuhe oder was? Die sind weiß. Und oh, guckt euch diese Horde an. Wie eine Horde Zombies kommen hier angerollt. Das ist jetzt alles im neuen Update drin, die kommen jetzt irgendwie so als Masse an, weil die kommen alle gleichzeitig zur Schule an. Die verlassen das Haus alle gleichzeitig und bäm, alle treffen gleichzeitig auf und kommen hier wie eine Horde an. Und die einzige, die heraussticht, ist dieses Fancy Girl. Aber holy shit, wenn die so alle auf einmal reinkommen, sieht das schon nach krass vielen Studenten aus. Das ist echt eine Menge. Und guckt euch, was die machen. Das ist sau cool. Die holen Schuhe raus. Die wechseln jetzt ihre Schuhe. Guckt euch das an. Das sieht sau cool aus. Der hat jetzt eine Animation angebaut, wie die Schuhe wechseln. Das sieht super geil aus. Die Schränke sind auch neu. Wo ist denn mein Schuhschrank? Ich müsste auch irgendwo einen Schuhschrank haben. Senpai ist der Letzte. Senpai, du bist langsam. Nee, stimmt gar nicht. Andere waren langsamer. Egal. Senpai, du bist langsam. So, irgendwo muss ich doch einen Schuhschrank haben. Die andere wird wieder diskriminiert. Ah, sind meine Schuhe. Zack, und schon habe ich nur Schuhe aus. Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus. Okay, soll in zukünftigen Update auf jeden Fall eine Bestrafung geben, falls man mit falschen Schuhen in der Schule rumläuft. Weil in Japan ist es nun mal so, dass wenn die Leute in die Schule reinkommen, ihre Schuhe wechseln. Straßenschuhe sind nicht zugelassen, sondern die sollen natürlich sauber bleiben. Sonst kommt der kleine Kevin an, der vorher in Dreck rumgespielt hat und kommt ins Klassenzimmer an. Und das mögen die Japaner nicht. Da steht, herrscht Disziplin. Okay, auf jeden Fall, das ist neu. Mit dieser Masse, die am Anfang angerollt kommt, weiß ich auch schon, was ich machen werde. Ich habe da schon eine Idee, das kommt dazu. So, hier sind die Lehrerinnen. Guckt euch das an, die Lehrerinnen sind nicht mehr nutzlos. Die Lehrerinnen haben endlich ein Eigenleben. Es ist... Oh, oh, man kann hier was klauen und die Lehrerinnen sehen das. Auf jeden Fall, das ist eine fucking Familie. Das ist ein und dieselbe Familie. Das sind alles Zwillingsschwestern, habe ich schon immer wieder mal gesagt. Aber jetzt machen die auf jeden Fall hier ein paar Papiere. Sieht sau cool aus. Auf jeden Fall fühlt sich das jetzt schon ein bisschen an wie eine Schule, oder? Also, die Klassenzimmer sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen leer, weil die Lehrerinnen ja hier ihren Job machen. Endlich mal machen die ihren Job. Wir hatten ja eine Lehrerin, die stand mit dem Handy rum. Ach nee, das war in der Highschool-Simulator Girl A. Bin mal gespannt, ob das war, ob der hier... Ich kann auch mit denen nicht reden, ich kann mit denen reden. Auf jeden Fall haben die auch einen neuen Anzug an und das ist derselbe. Maßgeschneidert an jedes Girl. Und hier kann ich ein Blatt kaufen. Put that down. So schnell kann man aus der Schule fliegen, Leute. Oh, was ist das für ein Zell? Leg das hin! Pff, raus aus der Schule. Die fackeln nicht lange in Japan. Wehe, du packst das Ding auch nur an und du bist instant aus der Schule geschmissen. So läuft das nun mal dort. Beachtet nicht das, was ich gerade in der Hand halte. Das ist eh unwichtig und es ruckelt. Das ist nichts Besonderes. Damit kann man auch bestimmt nichts anstellen. Keine. Hab ganz vergessen, dass sie das machen. Hab ganz vergessen. Die andere hält die Axt doch. Ich muss stark bleiben. Die gehört zu mir. Wird ausgenockt, aber die Axt bleibt bei mir. Mal gucken, was die Sportlehrerin macht. Bitte hab eine schöne Animation. Just what do you think? Ich will doch mal jemanden umbringen, Mann. Midori, Midori Grün-Grün bietet sich für natürlich wie immer. Bad. Auch wenn die Animation der von der Schaufel ist, aber das sieht echt fast so aus, als ob der Kopf gleich abfällt. Ich finde meine Frisur fancy. Die ist super fancy. Die ist grün und die ist, steht hoch. Holy shit, das ist mal eine Haarpracht. Das ist von hier. Wie hieß die nochmal? Ah, diese eine... Ah, Mann, mir... Hatsune Miku, so. Das ist auch von der die Frisur, ne? Die hat sogar Kopfhörer drauf. Sieht lustig aus. Ich find's nice. Jetzt, boah. Mann, jetzt habe ich's verpasst. Hey, die Sportlerin kommt wieder. Hey, du hast deine Position verlassen. Ah, die macht hier ein paar Dehnübungen. Die macht ein paar Dehnübungen. Jetzt, wo alle anderen Bitches weg sind, kann die sich hier austoben. Ja, ja. Ich kenne dein wahres Wesen, Lehrerin. Du bist in Wirklichkeit eine Schülerin mit silbernen Haaren. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Live, nackt, im Keller. Und das, was du gerade machst, sind billige Dehnübungen. Vor allen Dingen nutzlos. Komm, läuft zu einer Ecke, macht die Dehnübung, dann läuft die zu der anderen, macht die Dehnübung. Was hat die damit vor? Ich weiß es auch nicht. So, das ist unsere neue Lehrerin. Ja, sieht ein bisschen schwarzer aus. Das war's. Nice ass. Die Lehrerin verlässt den Raum als erste. Phew, weg. Die anderen sind noch nicht mal aufgestanden. Der Unterricht ist gerade vorbei und die geht wieder nach oben. Ich dachte schon, die geht nach oben. Das wäre ja seltsam gewesen. Was will die oben? Die geht wieder hier Blätter kontrollieren. Die geht wieder Blätter kontrollieren. Die Sportlehrerin, die ist auch am Platz. Hey, die macht nicht nur dumme Dehnübungen, aber die muss anscheinend auch ein paar Prüfungen ausfüllen.
Finde ich sau cool. Auf jeden Fall kommt jetzt ein bisschen Schulleben rein in das Ganze. Aber dadurch, dass sie jetzt alle als Masse ankommen, ist es perfekt für den AIDS-Modus. Ohne Scheiß. Und Leute, bevor ihr irgendwas schreibt, ich weiß, das ist Ebola, aber guckt euch das an. Die kommen, die laufen oben drüber. Guck mal, Okaruto, die läuft oben drüber. Die hat Huckepack mit der einen angenommen und jetzt... Aua. Aua, so viel Schreie. Zwei sind gekommen, schade. Senpai muss als erstes dran. Der stört einfach. So, jetzt aber. Aua, 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 aua. So viele Leichen und die Sportlehrerin juckt nicht. Die steht da einfach. Oh, ein bisschen strecken. Ich habe mich heute noch nicht gestreckt. Die eine hat sich verkrochen. Ich glaube, der Katana hat auch einen neuen Sound. Ja, yep, der hat einen neuen Sound. Macht schön Flutsch, aber es macht keinen Flutsch. Ich hoffe mal, es macht irgendwann Flutsch. Wo ist Kokona? Da ist sie, Mann. Jetzt liegen ihre Schuhe auf dem Boden. Und jetzt muss sie theoretisch ins Badezimmer gehen. Mit ihren neuen Sneakers oder mit den alten Schuhen. Mal gucken, was passiert. Ich habe ihr ja gestört, wenn die Schuhe ausgezogen hat. Das passiert. Die bleibt im Schrank stecken. Okay, ich wusste, es gibt irgendeinen Glitch. Irgendwas muss doch passieren, während ihr gerade ihre Schuhe tauscht und dann passiert das hier. Ey, der Junge ist ja auch blutverschmiert, sehe ich gerade. Oh, da ist ja vieles verbuggt, sehe ich gerade. Guckt euch das an. Die kleben zusammen, Okaruto und so weiter. Die anderen sind stehen geblieben. Alle sind stehen geblieben. Oh, die haben sich befreit. Alle sind stehen geblieben, die sind stockgefroren. Nachdem Kokona mit Blut übergossen wurde, sind die alle steif gefroren. Die können nicht mehr. Die sind alle in ihrer Animation stecken geblieben. Oh, ich wusste, es gibt einen Glitch. Ich wusste, es gibt was. Zweites Mal. Doppelt hell besser. Und alle anderen wieder... Was ist passiert? Wo wohl? Ich bin gerade gestolpert. Die rafft es nicht mal, das ist von mir aus. Und zack, wieder alle zu den Schränken. Und das synchron. Alle zeitgleich. Ich habe nichts gesehen. Und die bleiben auch stehen. Ich finde das super lustig. Vor allen Dingen, was passiert, wenn der Unterricht gleich anfängt? Wir warten mal, bis der Unterricht anfängt. Was passiert dann? Kommen die alle zu spät? Juckt die Lehrerin eh nicht. Außer ich komme eine Minute zu spät. Nein, du musst raus aus der Schule. So, Unterricht fängt an, aber die haben keinen Bock. Die haben alle keinen Bock. Die sind steif gefroren. Fand gerade nice, wie das Gitter zugegangen ist. Sehe ich zum ersten Mal, dass das passiert. Late for class, seht ihr? Eine Minute zu spät. Alle anderen stehen doch... Wie Zombies. Das ist so doof. Warum stehen hier alle rum? Was passiert, wenn ich jetzt in den Unterricht gehe? Halt die Fresse. Ich bin... Mann, das sind 2 Minuten. Ich wäre ein guter Schüler, oder? Die Lehrerin kommt an. Du bist so spät. Halt die Fresse. So, was passiert mit euch? Ihr habt gerade... Oh, die sind natürlich alle weggespawnt. Das Spiel spawnt hier in den Unterricht rein. Oder? Sieht mir ein bisschen wenig aus. Ein bisschen wenig Schüler. Warte mal. Fehlt da die Hälfte? Ohne Scheiße. Da sind sau wenig Schüler. Wo sind die alle? Die sind verschwunden. Schüler verschwinden direkt aus der Schule. Schlagzeile. Guckt euch das an, das sind viel, viel zu wenige. Senpai lebt noch. Alle anderen sind lost. Die Roboter sind lost. Das sind viel zu wenige. Ah, Kokona, die Sportuniform an. Was ist alles passiert, während ich im Unterricht war? Kokona hat sich umgezogen, wie auch immer. Die stand immer noch bei den Schuhschränken, als ich in den Unterricht gegangen bin. Inzwischen hat sie es geschafft, sich umzuziehen. In den Kommentaren hat einer gefragt, was passiert, wenn Kokona keine Sachen mehr zum Anziehen hat. Deswegen übergießen wir die nochmal. Geh nochmal umziehen. Die redet weiter. Wo kommt das ganze Blut her? Ach, mein Vater ist tot. Oh mein Gott, wo ist mein Blut her? Oh, mein Vater. Und jetzt seht ihr im Kreis. Das sieht so doof aus. Was passiert hier? Ich entdecke ja einen Glitch nach dem anderen. Die hat gerade ihre Story mit dem Vater erzählt. Übergießt sie mit dem Blut. Bei der hat ihr Gehirn wahrscheinlich einen Spalt gemacht. Die wusste nicht mehr, was sie erzählen soll. Einmal Vater und einmal, oh mein Gott, ich wurde mit Blut umgegossen. Und jetzt dreht sie im Kreis. Die dreht am Rad wohl. Oh, Mann. Ich hatte gerade meinen Spaß. Das sah geil aus. Wo ist sie hin? Ach, boah, die war schnell, ey. Ich bin die ganze Zeit hinterhergerannt, aber nein, die ist schnell gewesen. Okay, die geht nochmal duschen. Die hat sich umgezogen. Jetzt mach hin, der Unterricht fängt an. Hupen, Schwester. Ich habe dickere Hupen als... Nein, ich habe genau die gleichen. So, schon wieder Sportoutfit, ne? Die ist sportlich, ey. Aber die Axt ist ja mal eine super coole Waffe, finde ich. Super, super nice. Botsch. Was hast du gemacht? Ich habe dir gerade mit der Axt eine... Ne. Falcon Mode. Oh, ich wünschte, ihr würdet die Musik hören.
Ey, die kann gar nicht hier hinlaufen. Okay, ich muss die Musik wieder ausmachen. Die kann gar nicht hier hinlaufen. Die kann gar nicht. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die ist total ultimative Verwirrung. Na, kommst du? Das ist Voodoo. Voodoo. Die kommt nicht über die Grenze raus. Heute ist echt eine Folge, wo alle am Spasten sind. Guckt euch an, wie die sich bewegt. Erst dreht Kokona über. Nee, erst kommt Kokona nicht aus dem Schuhschrank raus. Dann dreht die voll am Rad. Und jetzt ist die Lehrerin total am Zappeln, weil die mich nicht erwischen kann. Meine Nippel sind hart und da kannst du Käse mitschneiden. Guckt euch die Nippel an. Die fliegen in der Luft. Fühlt sich bestimmt nicht verarscht vor. Die fühlt sich bestimmt nicht verarscht, oder? Ich komme hier in dem Kreis und die ganze Zeit. Die andere. Schade, schade, dass das Spiel danach das Spiel abbricht. Ich habe gerade die Lehrerin sowas von weggenockt. Das war so random. Ich hatte mich gerade angepackt und ich. Boah, weg ist er. Aber nein, die andere legt sich trotzdem flach. Die hat die einmal angepackt. Oh mein Gott, das sah so geil aus. Oh, das schönes Update. Wieder eine Menge neue Glitches. Auf jeden Fall sieht das Spiel jetzt ein bisschen runder aus. Ich finde das mit den Schuhen so nice. Wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen geiler. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dieser neuen Folge von Die Andere Simulator. Klickt hier oben rechts auf das Video, findet ihr weitere Videos. Neue, mehr Glitches. Schaut auf jeden Fall rein, wie Kokona als Zombie in der Schule rumläuft und alle die für tot erklärt haben. Eines der besten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt. Auf jeden Fall sehe ich euch in der nächsten Folge. Gebt mehr Flosse. Lopp an, Schuh aus, Schuh an, Schuh aus, Schuh an, Schuh aus.